Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Golf Super Rush im Online-Rang-Match Oktober 2022. Wie ihr seht, haben wir die Belohnung schon im letzten Jahr bekommen. Die gab es im, glaube ich, September, ne? Ja. August, genau, September haben wir uns sie gegönnt. Das heißt für mich jetzt, es ist heute die vorletzte Folge. Und am Ende des Monats erscheint dann die letzte Folge von Online Rankmatch hier und von Mario Golf. Sehr schade. Mal schauen, wie wir uns heute in den vier Runden anstellen werden. Mal schauen, bis gleich. Auf geht's mit König Bob Omb auf Dünenville. Alles B-Spieler mit oder ohne einem Plus dahinter. Mal schauen, wie wir uns hier jetzt anstellen werden. Ich zähle den Countdown. Es ist die 8. letzte Runde. Und so. Komm, König, schaffst du. Mal schauen, Gegner sind einmal KNFW als Mario. Dann KT, Rosalina und Optsch. Auch als Mario. So. Kriegen wir in den letzten zwei Folgen noch was Besonderes hin? Noch so ein Hole-in-One wäre natürlich nice. Vielleicht ein Igel. Wer weiß, vielleicht noch ein Albatros. Wäre mega. Davon gehe ich nicht aus. Aber was soll's. Haben wir einmal erreicht. Und das ist auch gut so. Was mir jetzt noch fehlen würde, so ein Vierfassig. Alle vier Spieler die gleiche Punktzahl holen und somit gewinnen. Dreifachsieg hatten wir schon. So. Dann mal die Konkurrenz. Auch minus 1. Rosalina. Kann treffen. Kann aber auch an ihn gehen. Will nicht, nein. Dann wechseln wir mal zu Mario, der jetzt hier irgendwo unten liegt und schön die Zeit stillt. Ah, das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir schauen gleich mal rein. Wir gucken nochmal, ob Rosalina jetzt trifft. Und er geht geradeaus. Sehr schön. Plus minus 0 nach dem ersten Loch hier. Dann wieder zurück zu Mario, der immer noch versucht, hier aus diesem Loch rauszukommen. Gleich fangen die 30 Sekunden an zu zählen. Das war sehr schlecht gemacht. Penalty Area. Sorry, dass die Folge jetzt schon so lange sind. Lang ist. Deswegen einem Mario namens Optsch. Der da jetzt immer nicht rauskommt. Jetzt vielleicht. Der sieht gut aus, aber der Ball hüpft trotzdem nach unten. Gulat wieder in den Abseits hinein. Pech für Mario. Jetzt liegt er oben, aber in den 5 Sekunden schafft er es nicht mehr abzuschlagen und ins Loch zu treffen. Damit gibt es Strafpunkte von 8 Punkten im Plusbereich. Schön. Eigentlich nach 3 Minuten hätten wir schon 2 Löcher gespielt haben können. Loch 18, ja, das ist geil. Weil ich weiß, wir können auch links da hoch. Aber dann kann man es sehr schlecht einschätzen mit dem Bergab. Dann gehe ich jetzt mal hier lang und liege viel zu weit, merke ich. Oder Gegenwind pustet ja noch, aber genau am Rand, sehr schön. Aber jetzt müssen wir über dieses komische Monster hier. Hier rüber! Also eben da nicht ins Ohr rein. Fuck. Dann müssen wir mal so machen.
da eine Linkskurve. Auch wenn der jetzt reingeht, dann wäre es nice. So ein krasser Eagle, Birdie wäre das. Schade. Kann man echt sagen, das war ziemlich gut. Aber der zweite Schlag war dumm, wie ich da eigentlich rüber wollte. Statt auch mit der Kurve zu arbeiten. Ah. Aber wir sind auch aktuell zweiter Platz. Dritter Platz. Okay. Nur weil wir jetzt gerade ins Aus gingen. Sehr schade. Noch eins, kein Problem. Hier kein Problem, Pocky zu treffen. Einfach nur so. Ich will den treffen jetzt. Da geht leider nach rechts weg. Schade. Nicht aufs Grün. Aber jetzt vielleicht. Kein Kommentar. Ernsthaft. Okay, wir beenden mit minus 1. Und auf dem dritten Platz. Ah, gut gemacht, König Bob Omb. Hätte besser sein können. Ich sehe schon doppelt. Okay, auf wen warten wir jetzt noch? Auf Mario und Rosalina. Der gewinnt hier. Somit rutschen wir auf Platz 2. Zusammen mit Rosalina. Glückwunsch an KMFW. Keine Ahnung, was das für eine Abkürzung sein könnte. Ist auch egal. Hoffentlich wird die nächste Runde besser. Let's go. Spannend geht's hier in Runde 2 auf Wetterwald. 2 mit Rang B, 2 mit Rang C. Es wird spannend. Ich bin unterwegs mit dem orangen Shy Guy. Shy Guy ist jetzt aktuell das 19. Mal schon sehr oft gewesen. Aber der Orange macht gar nichts. Deswegen nehme ich den jetzt auch mit rein, dass wir wenigstens mit jeder Farbe auch einmal gespielt haben. Let's go. Sehr stürmisch hier. Wir können hier ein Hall in One schaffen. Wenn das denn klappen sollte mal. Wegspinnen habe ich jetzt nicht gemacht, aber okay. Der Wind pustet nicht zu doll. Doch, doch, okay. Auf den und Backspin bringt auch gar nicht so richtig. Direkt bling bling. Nice, wir sind drin mit minus 1. Gleichzeitig drin, oder fast gleichzeitig da, wachen als König Bob. Dann haben wir noch Papa U als Donkey spielt er und Matteo 7 als Mario, der jetzt kurz davor liegt einzulochen. Nicht traurig sein, vielleicht beim nächsten Mal. Getunnelt. Sah so echt aus, ey. So, gut, gut. Kann ich darüber? Ah ja, Rückenwind noch, sehr schön. Dann einmal da geradeaus hier. Das war aber, juhu! Fast die Spitze der Tunnel.
obwohl Rückenwind ist, komme ich ja gerade so rüber, ne? Da ich darauf geachtet, dass da eine Tanne steht. So, jetzt mit dem zweiten Loch, zweiten Schlag ins Loch. Dann gibt's nochmal einen schönen Igel. Ja, zweimal rechts schon. Ja, jetzt pustet der Wind irgendwie voll krass. Oder weil das auch nach rechts ausgeschlagen ist, etwas, nicht viel. Naja. Na, das war zu doll. Mist. War unser Birdie. Shy Guy wollte ich nicht haben. Damit rutschen wir jetzt aktuell auf Platz 2. Passiert. Und? So, komme ich jetzt hier irgendwie gut rüber? Ich könnte hier rüber gehen. Nehmen wir das. Nein, nein, nein! Ein riesen Baumschütter. Also doch. Den normalen Weg. Hast du schnell gedrückt noch, ey. So richtig gegen den Baum. Oder dadurch. So richtig Power Pan. So. Aber jetzt können wir hier rüber. Gut abkürzen. Schöner Schlag. Aber dass jetzt nach rechts ausgeschlagen ist. Der Wind pustet wieder zurück, also gut ausgeglichen. Aha, bleib liegen, komm. Ah, der Tritt, habt ihr das gesehen? Was? Ein Igel hat er sich gegönnt? Gönne ich mir auch. Reicht zwar dann nicht mehr zum Sieg, aber ein Igel. Nice, noch ein geiles Highlight. In dieser vorletzten Folge. Wenn es eventuell noch in den nächsten Monaten oder so mal neue Belohnungen geben sollte, wovon ich jetzt 99,99999999% nicht ausgehe, weil jetzt schon 2 Monate hintereinander die gleichen Belohnungen gab es, die schon letztes Jahr gaben, werde ich, aber wenn es neue geben sollte, gibt es dann auf jeden Fall eine Folge in dem jeweiligen Monat an. Aber stellt euch nicht drauf ein. Und Glückwunsch an Waren hier für diesen unglaublichen Sieg. Hat er ein Ewig geholt, ich auch noch am Ende. Sehr schön, krass. So, das waren jetzt schon 2 Runden. Dann geht es jetzt auf in Runde 3. Wir erreichen A minus, bringt uns zwar nichts mehr. Man hätte jetzt die Belohnung bekommen, aber die haben wir jetzt schon. Deswegen auf in Runde 3. Okay, immerhin eine 3-Lobby hier auf Rosas Vulkan. Ein heißes Gefecht. Wir sind gespannt. Ihr und ich. Unterwegs hier auf Bodos Vulkan sind wir mit Corbett, einziges Mädchencharakter, ja? Weiblichen Charakter, eher gesagt, ne? Und schauen wir uns gleich mal auf die Konkurrenz an, aber erstmal machen wir hier ein Hole-in-One rein. Das wird auch kein Problem sein für uns. Let's go. So, dann gucken wir mal. Team spielt mit Mario. Der Marvin als Luigi und Bolchak ist der CPU. Auf den Grün. Naja. Pack zum Birdie. Ja, wir haben die Chance jetzt hier auf Birdie, aber ob wir das nutzen? Yes. Schönes Birdie. Danke, Torbett. Hast du fein gemacht. Wir führen schon mal ziemlich gut. Zusammen mit dem Luigi. Was kann Mario jetzt noch machen? Auch nachziehen? Oder wartet der auf schönes Wetter?
Der hat spannend gemacht und zieht mit uns gleich. Cool, ich habe gesagt, ein heißes Gefecht hier. A, A minus, A plus, also alles gute Dinge. Auf jeden Fall sind die auf gutem Rang. Man kann auch schlecht sein, trotzdem Rang A schaffen. Ja. Der Rang hat nichts zu sagen. Man kann nicht so sehen, dass dieser Mario vielleicht schon ein guter, erfahrener Spieler ist. Er hat das gut eingeschätzt, den Hügel und so. Nein, jetzt muss ich hier rüber. Das ist scheiße. Über eine Mauer, wo ich eigentlich in der letzten Runde, die ich davor gespielt habe, fast auf der Mauer liegen geblieben bin. Jetzt bin ich da nirgendwo. Konnte die Mauer nicht durchbrechen. Gestein, nicht dein fucking Ernst, ich bleib hier liegen. Hilfe in Not für uns spielbar erklären. Ach, sehr schön. Ich meine jetzt hier kein Risiko mehr. Wird schon verkackt. Und geht jetzt einfach mal jetzt hier herum. War jetzt schon Schlag 4, ey. Scheiße. Wir einmal im Auswehren. Das geht das ungefähr. Oh, der Luigi liegt da unten. Ist ja auch krass. Der Mario, wo ist der? Noch keiner drin, außer der Zippo. Interessant. So verkackt habe ich dann auch nicht. Was? Ja, mal hier, wie sie heult, auf dem Fantel drauf, ey. Selbst der Zippo hat mit 5 Schlägen es geschafft, noch ein paar zu holen. Mario macht es uns gleich. Aber Luigi hat es aber auch richtig verkackt. Wow. Nicht nur wir. Es bleibt nochmal spannend. Noch 4. Erstmal geradeaus. Schöner Schlag. Schöner Schlag. Selbst die Köpfe sind schon viel zu heiß, dass sie schon aus der Lauer springen müssen. Qualmen nicht mehr, die sind schon Lava. Der Witz war einfach schlecht. Wir können es nochmal gut rausholen. Wollen wir einfach viel zu weit schlagen? Auf den Grün. Pack zum Burn. Oh, hier kommt ein bisschen Hügel von links, da wieder von rechts. Das wäre jetzt blöd. Aber wir haben nicht gewonnen. Mario kann mit 3 Schlägen treffen und auch minus 1 holen. Und wir gewinnen. Nice. Das freut mich auch. Anfang sah schon sehr gut aus. Alle Spieler, bis auf den CPU, hatten minus 1. War das zweite Loch. Haben alle irgendwie verkackt. Jetzt am Ende haben wir nochmal einen kühlen Kopf gehört, keinen heißen. Und haben somit gewonnen. Sehr schön, Torbeck. Dankeschön. Ja, das war doch ein sehr spannendes Duell. Mal schauen, wie Runde 4 werden wird. Bleibt also dran. Let's go. Wow, was für eine krasse Lobby. Ja, auf Winterwind Ebene in der letzten Runde. Alles Rang S plus, ne? Auf jeden Fall, der eine war aktuell auf Platz 9. Also es bleibt jetzt mal spannend. Wenn wir gegen den alle gewinnen würden, dann gibt es einfach mal 30 zusätzliche Punkte. Das wäre doch hammermäßig.
Also drückt mir die Daumen nach oben rein. Und dann geht's auch schon los. Bin unterwegs mit dem grünen Tod. Nein, 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 nein! Oh mein Gott! Okay, jetzt verlieren wir jetzt schon mal ganz klar. Außer wir treffen jetzt direkt rein. Wovon ich jetzt nicht ausgehe. Egal, ob das jetzt Rang S sind oder Rang B oder A. Also ruhig konzentriert machen können. Dann hatten wir nicht diesen fucking Fehler jetzt. Nice. Also ein paar habe ich mir trotzdem gegönnt. Genau wie der Mario namens HNBT. Und die haben jetzt richtig verkackt schon gegen den Wind geschlagen. Der Ruben als Rosalina und Waters als Peach. Also so schlecht war ich dann doch nicht. Oder so dumm. Vielleicht war es ja Taktik von mir. Wenn du den Daumen nach oben noch nicht gedrückt hast. Danke dafür nicht. Egal, ob ihr gedrückt habt oder nicht. Ich hab's doch gut gemeistert. Da liegt auch die scheiß Tanne, ne? Wie ich sehe. Außer der wird noch nach links weggepusselt. Ne, ich flieg da drüber, okay. Sehr nice. Fällt mir bisher, aber dieser Baum stört mich. Ja komm, zieh nach rechts noch schön. Ah, schade. Ich hab gesagt, der Baum stört. So, der Hügel geht nach rechts runter. Mal schauen. Oh ja, oh jetzt! Alter, geil! Wir ziehen mit dem Mario gleich. Und natürlich hauen wir auch ab. Haben guten Abstand zu den anderen zwei. Also, okay, wenn ich die gegen die jetzt noch verlieren sollte, dann weiß ich nicht. Aber letzte Runde für heute und es wird einfach noch mal spannend gemacht. Der Mario müsste jetzt schön verkacken und oder ich gut machen. Das scheiß Baum hier, Alter. Und wo können wir lang gehen? Hier nach rechts? Ne, ist auch scheiße, ne? Hier zwischen den zwei durch. Und dann? Oh, das ist ein bisschen blöd jetzt hier, Alter. Hier wäre gut, aber der Baum stört. Das heißt, ich würde jetzt noch... Wo wir nach links machen. Erstmal schön durch die Tanne noch. Fuck. Aber das heißt ja nichts. Vielleicht landen wir doch gut. Genau so geplant. Wenn ich jetzt noch gewinne, dann macht ihr noch einen Like nach oben, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Nur auf den Wind achten. Dieser komische Typ hier, geh weg. Der Wind pustet gar nicht nach rechts. Was ist was denn jetzt wieder? Wo ist der Mario? Der ist schon drin mit drei Stimmen. Scheiße. Das heißt, wir sind auf jeden Fall Zweiter. Wenn ich nicht treffen sollte. Weil Gleichstand. Platz 1 ist ja nicht gewonnen. Schade. Aber nochmal einen geilen Igel hier zum Abschluss. Schön. Grüner Tort. Von mir aus gibt es einen Daumen nach oben für dich. Ja. Gleichstand ist nicht Sieg. Aber 20 schönere Punkte gibt es jetzt noch dazu. Und dann war es das auch schon. Diese vorletzte Folge. Beim nächsten Mal sehen wir mal, wo wir spielen werden und mit welchen Charakteren.
ich bin echt gespannt, wie es dann in der nächsten Folge zu Ende gehen wird, hier mit Mario Golf Super Rush im Online-Rank. So, dann herzlich fürs Zuschauen, sagt mir mal, was ihr Light Fit and Shake und ciao.